Denis Novak scheitert in der ersten Runde. Thien trifft heute im Auftaktspiel überraschend auf Vitali Satschko. Und Salzburg spielt heute in der Champions League gegen Atletico Madrid. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Der österreichische Tennissaison-Höhepunkt ist da. Die erste Bank Open, die durch das starke Teilnehmerfeld fast einem kleinen Grand Slam gleichen, gehen trotz Corona in der Wiener Stadthalle über die Bühne. Leider gestern gleich mit einer bitteren Nachricht zum Auftakt. Denis Novak hat sein Auftaktspiel knapp verloren. Mit 7:6, 4:6 und 6:7 verliert der Österreicher gegen den Südafrikaner Kevin Anderson nach 2 Stunden und 45 Minuten. Novak ist enttäuscht, dass er diese große Chance vergeben hat. Nach seiner starken Leistung, bei der er 7 Breakbälle abwehrt, fehlen dann in den entscheidenden Augenblicken Nerven und Glück. Den dritten Matchball vergibt er mit einem Doppelfehler. Novak bleibt aber trotz Niederlage im Heimatland positiv. Je mehr so enge Matches ich habe, desto besser kann ich damit umgehen. Ich muss schauen, dass ich meine Chancen nutze, so der Lokalmatador. Auch im Doppel mit Dominic Thiem verliert Novak gestern im Erstrundendoppel gegen Jamie Murray und Neil Skupski mit 5:7, 7:6 und 5:10. Trotz souveräner Leistung reichte es im Match-Tiebreak dann nicht ganz für die Österreicher. Für Denis Novak ist das ATP-Turnier damit vorbei. Für Dominic Thiem hingegen startet heute das Turnier im Einzelbewerb. Der Niederösterreicher sollte heute eigentlich gegen Nishikori spielen, aber gestern Abend hat er überraschenderweise einen neuen Startgegner erhalten. Kai Nishikori zieht wegen einer Verletzung der rechten Schulter seine Nennung zurück. In seinem Auftaktspiel im Einzel tritt der Weltranglistendritte nun gegen den Ukrainer Vitali Satschko an. Das Erstrundenmatch von Thiem startet heute um 17.30 Uhr. Auch der Superstar Novak Djokovic steht heute gegen Filip Krajinovic am Platz. Auf krone.at halten wir Sie am neuesten Stand. In der österreichischen Tenniswelt gibt es auch noch andere Neuigkeiten zu verkünden. Jürgen Meltzer tritt 2021 als Tennisprofi zurück. Der 39-Jährige wird gestern im Rahmen des Wiener Erste Bank Open als neuer sportlicher Leiter des österreichischen Tennisverbandes ÖTV präsentiert. Der langjährige Weltklasse-Spieler Meltzer tritt den neuen Job im Februar an. Das bedeutet, dass ich im Jänner in Australien mein letztes Grand-Slam-Turnier spielen werde, so Meltzer. Heute um 21 Uhr trifft unser Meister Red Bull Salzburg auf Atletico Madrid. Bereits gestern sind die Bullen in Spanien gelandet und haben sich intensiv auf den Top-Club aus Madrid vorbereitet. Trainer Jesse Marsch sagt im Interview: Wir fliegen nach Madrid für ein Ergebnis. Jedoch sind sich alle Salzburger bewusst, wie schwierig diese Aufgabe wird. Die Mannschaft von Diego Simeone verfügt über Topstars wie Jan Oblak, Luis Suarez oder Kapitän Koke. Wie sich die Bullen nach dem enttäuschenden 2:2 letzte Woche gegen Lok Moskau heute in Madrid schlagen, können Sie wie immer auf krone.at im Live-Ticker mitverfolgen. In der deutschen Bundesliga besiegt gestern Bayer Leverkusen den FC Augsburg mit 3:1. Am Platz stehen dabei drei Österreicher. Auf der Seite der siegreichen Mannschaft Bayer Leverkusen spielt ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger über 90 Minuten und Alexander Dragovic wurde in der 36. Minute eingewechselt. Bei Augsburg spielt Teamstürmer Gregoritsch in den ersten 45 Minuten. In der Serie A sorgt Superstar Zlatan Ibrahimovic gestern wieder für Aufsehen mit einem Doppelpack. Beim 3:3 zwischen AC Milan und der AS Roma erzielt der 38-Jährige für den Tabellenführer 2 Tore. Lewis Hamilton löst am Sonntag beim großen Preis von Portugal mit seinem 92. WM-Sieg den Formel-1-Rekordhalter Michael Schumacher ab. Der 35-jährige Brite überholt, nachdem er vor 2 Wochen am Nürburgring zu Schumacher aufgeschlossen hatte, nun die deutsche Motorsport-Ikone. Schon am kommenden Samstag geht es mit dem 13. Rennen in der Königsklasse des Motorsports beim großen Preis von Emilia-Romagna weiter. Hamilton will dort einen Schritt Richtung seinem nächsten Ziel machen. Mit dem WM-Titel gibt er bereits das nächste große Ziel vor. Der ist für Hamilton bereits zum Greifen nah. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Dienstag und bis morgen im KRONE.at Sportstudio.